Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshu Fell Shadows. Und genau, beim letzten Mal haben wir ja mit der Ayame gespielt und haben da in diesem Haus, waren wir da mit ganz vielen Gegnern und haben uns da die Schwesterglöckchen wiedergeholt. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch weit lange rumlabern, würde ich mal sagen, ja, schauen wir uns gleich erstmal die Cutscene an. Und dann geht es gleich mit drin weiter mit dem Charakter. Also, gut, dann würde ich mal sagen. Speichern wir das Ganze erstmal, weil ich habe es ja so gecuttet und dann sage ich mal, viel Spaß bei der Cutscene. Contacts Mimizuko, a Gota operative. Is Rin not fit to be an assassin? Next on Tenchu Fatal Shadows, a task without reward. Evil will perish in a flash of crimson. On the road, alone, letter in hand. One man haunts her. Destruction of her home. Why? What possible reason could there be? All thoughts were overcome with hatred. Vengeance would heal all wounds. But such thoughts are in the past. Now, the truth must be found before revenge can be hers. Could he truly be an enemy? The enemy she had sworn to kill? Confusion can wait. For now, a message must be delivered. There will be time enough for thought. Aha, sehr kryptische Cutscene. Und ich weiß gerade aber auch nicht, eine Aufgabe ohne Belohnung. Jawohl, Freunde. Und ich weiß gerade nicht, ob die langsamer war, die Cutscene oder nicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt mal geschafft, hier die Videoqualität noch mal ein bisschen zu verbessern. Jawohl, Freunde. Es sollte jetzt alles ein bisschen hübscher aussehen. Und ja, würde ich mal sagen, wir spielen wieder mit drin, mit der anderen Dame, mit dem kurzen Haar. Und ich würde ganz gerne das Item da unten links nehmen. Moment mal. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Naja, egal. Okay, ja, wir sind jetzt hier beim nächsten Level. Und da würde ich mal sagen. Ups. Ah, ich kann schon nicht mehr. Okay, alles klar. Da würde ich mal sagen, Start Mission und dann hoffe ich mal, dass es jetzt besser läuft als das letzte Mal. So, eine Aufgabe ohne Belohnung. Wir sollen den Brief zu Mimizuku bringen. Okay. Dann sollen wir vor dem Biest aufpassen, was in unserem Weg ist, und wir sollen uns nicht von einem einzelnen Gegner aufhalten lassen. Okay, gut, dann gucke ich mir das mal an. Ah ja, okay, alles klar. Eine Sekunde, ich muss aber gerade noch mal einmal ganz kurz. Es tut mir leid, wenn es jetzt nicht direkt losgeht, aber ich muss einmal ganz kurz eine Stoppuhr stellen. So, Moment und zack. So, weil ich habe das jetzt nämlich anders geplant. Ich habe es jetzt in Parts geplant. Also das, so, Moment mal. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen laggy ist, ne? Oder, nee, das geht schon. Das geht schon so, glaube ich. Und, ja, wie gesagt, ich möchte jetzt ganz gerne 30 Minuten Parts aufnehmen von dem Spiel. Und, oh, ich glaube, das leckt hier gerade so ein bisschen, das Spiel. Na, da muss ich noch mal schauen, leider. Es tut mir leid, aber da muss ich leider noch einmal ganz kurz schauen. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. ja, ich habe es halt, wie gesagt, ich habe es mit OBS probiert jetzt gerade mal mit dem Sound. Also mit dem Aufnehmen. Allerdings klappt das nicht so gut hier mit dem Emulator. Die Frames, die gehen da runter. Und deswegen, ja, ist das keine gute Idee, es mit OBS zu versuchen. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen, Freunde? Das ist ja richtig krass da gerade. ja, wie gesagt, aber ich habe es geschafft. Eine Sache habe ich verbessern können, und zwar die Aufnahmequalität, die Videoqualität. Die konnte ich jetzt ein bisschen hochsetzen. Sodass, ja. Oh Gott, wie soll ich das denn machen hier? Oh, Gottes Willen. Oh, Scheiße.
Ich hab so Schiss hier vor diesen Typen, ey. Das ist so krass. Der Typ, der kann ja auch wahrscheinlich nach unten gucken, ne? Das ist ja das Problem. So. Der geht. Ah! Da hab ich einen entdeckt. Okay. Irgendeiner hat mich entdeckt. Okay. Huhuhu. Leute, Leute, Leute. Was macht ihr denn da mit mir? Irgendeiner ist hier gesprungen. Oh, ich habe so Angst hier. Ich will das Gameplay jetzt ein bisschen verbessern, jo, Leute. Ich möchte versuchen, nicht mehr so oft hier entdeckt zu werden. Auch wenn das, ja, ein sehr ehrgeiziges Unterfangen ist hier. So, und den kriegst du. Sehr gut. Sehr gut drin. So, Mortal Strike, ja. Eine Sache... Boah, Moment. Eine Sache gibt's... Moment. Ich wollte eigentlich noch eine Kleinigkeit loswerden hier. Aber das mache ich gleich. So, hier ist aber irgendwo einer auf 70. Wo ist denn der hier auf 70? Moment. Ah, da hinten, oder was? Da hinten ist auch einer. Wie gesagt, ich wollte was loswerden. Und zwar habe ich einen mega geilen Support bekommen in den letzten Tagen. Das ist wirklich sau nice. Wie ihr wisst, bin ich ja auch auf Twitter aktiv, Freunde. Und es gibt da eine sehr, sehr, sehr nette Community. Und bei dieser möchte ich mich jetzt an dieser Stelle mal bedanken. Und zwar habe ich in den letzten Tagen einfach mal so, ohne zu fragen, 20 Abonnenten mehr bekommen oder so. Das freut mich. Wie gesagt, das macht mich mega happy, dass ihr ja meinem Kanal eine Chance gebt. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, so begeistert bin ich gerade. ja, wie gesagt, auch... Ah, nein! Verdammt. Egal, ist noch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, auch obwohl ich jetzt hier nur alte Spiele spiele erstmal, habt ihr euch entschieden, meinen Kanal zu supporten. Und das finde ich doch echt mega, 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 mega nice von euch. Vielen, vielen Dank. Ich bin so glücklich darüber, ohne Scheiß. Und ja, jetzt momentan sind die Frames ein bisschen unten wieder, aber es sollte gehen. PS2-Spiel aufnehmen ist halt nicht so einfach, ne? Das ist, ich spiele es auf dem Emulator, auf dem PC. Und da ist... Oh nein, ah, verdammt. Da ist das dann schwieriger mit dem... mit den Aufnahmeeinstellungen und so. Aber das sollte doch passen. So, dann machen wir zurück wieder hier zum Geschehen. Wir werden hier ständig entdeckt. Das finde ich jetzt gerade nicht so toll. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich die ablenken soll. Ich kann da hinten hoch, denke ich mal. Ich kann hier hoch, ne? Ich gehe da hoch, rennen. Da oben ist, da ist sogar ein Item. Aber ich gehe hier noch nicht hoch. Weil da hinten ist noch ein Gegner, wie ihr seht. Moment mal, aber den einen, den kann ich ja hier weglocken, indem ich einfach jetzt den Giftreis hier hinschmeiße. Und der wird den jetzt... Ah, da ist ein Hund! Da ist ein Hund! Und, jawohl, sehr gut. Das hat schon mal geklappt, Freunde, sehr schön. So, Wolfgang. Das passt ja gerade zu dem Hund da, ne? Ja, so, der Giftreis. Und da ist ein Hund. Geht das hier? Ah, verdammt, der Hund hat mich entdeckt. Der Hund hat mich entdeckt, Freunde. Scheiße. Der Hund. Ja, gut, egal. Dieser Hund. Tolles Sprichwort, ja, ich weiß. ja, wie gesagt, noch einmal vielen Dank an die liebe Twitter-Community. Ihr seid super. Dass ihr meinen Kanal so supportet, hätte ich nicht erwartet, Freunde. Hätte ich definitiv nicht erwartet. Das ist echt mega. So, dann... So, weg damit. Ja, ich muss hier Hunde töten in diesem Spiel. An alle Tierschützer, bitte wegschauen. Es ist ein bisschen... Ja, brutal manchmal hier. Aber was soll ich machen? Das gehört halt dazu. So, da hinten ist der nächste Gegner. Okay. Wie gesagt, ich möchte das Spiel jetzt hier ein bisschen ruhiger angehen.
Und dazu gehört halt auch, ne, dass ich mich nicht mehr so aufrege, weil das war in den letzten Parts schon echt schlimm, dieses Aufregen von mir. Da sind auch teilweise ein paar Schimpfwörter gefallen, die ich normalerweise nicht benutze. Deshalb, ja. So, wie gesagt, an alle neuen Zuschauer hier, seid willkommen auf dem Kanal. Und ich spiele hier gerade Tenchu Fatal Shadows. Das Spiel geht um einen Ninja, beziehungsweise um zwei Ninjas, die hier alle Gegner platt machen müssen, um möglichst unentdeckt zu bleiben. Und die Story, die hat verschiedene Gegner hier. So. So, die haben wir einmal diese hier. Die sind eigentlich relativ einfach, diese einfachen Wachen. Da gibt es aber noch die Ninjas und die Samurais gibt es hier, glaube ich, auch. Sehr interessant auf jeden Fall. So, die erste Stage haben wir jetzt schon mal, Freunde. Wir wurden dreimal entdeckt oder so, aber nicht so lange. Oh, da wurde ich schon fast wieder entdeckt. Ich muss vorsichtig sein hier. Ja, das ist ein Schleichspiel hier, also ein, ja, quasi ein Stealth-Adventure-Spiel. Und ich hoffe, dass euch das gefällt hier. Weil das ist doch sehr nice. Das ist ein sehr gutes Spiel, Freunde. Auch wenn es alt ist. So, schönes Genick, schöne Genickbrochen hier. So, ja, gehen wir wieder zurück, weil ich habe da 58 gesehen. Unten links ist ein Key, Freunde. Beziehungsweise eine Zahl. Hm. Wobei, ich muss ja jetzt Freunde und Freundinnen sagen. Ne? Ein paar YouTuberinnen haben auch meinen Kanal abonniert. Finde ich sehr super. Ja, wie gesagt. Unten links ist ein Key. Je größer die Zahl wird, umso näher ist ein Gegner. Und da, die Zahl ist auf 51 und da unten ist ein Gegner. Ich traue mich jetzt natürlich nicht darunter zu springen, weil ich Angst haben würde, dass ich da entdeckt werden würde. So, jetzt kann ich aber. Und ja, so macht man das. Sehr gut, Freunde, sehr gut. Den haben wir unentdeckt gekriegt. Normalerweise kommt hier noch so eine Kill-Szene. Die kommt aber nicht, wenn wir zu weit weg sind von dem Gegner. Die kommt nur, wenn wir nah dran sind. So, hier bewege ich mich auf einen zu. 57, wie ihr gesehen habt. Das heißt, hier unten ist irgendwo einer. Und da ist er. Seht ihr das da unten? Ich muss mal von diesen Blättern hier runter. Da unten, seht ihr das? Da ist sein Kopf. Und da ist der Gegner. So, da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache hier. Das sind nämlich die Wächter, Freunde. Die sind nochmal ein bisschen stärker als die, die wir eben hatten. Da muss ich aufpassen, dass ich da jetzt nicht von dem entdeckt werde. Aber das ist sehr gut. So, da sehen wir mal eine Kill-Szene. So, Mortal Strike. Der tödliche Schlag heißt das. So, einen Moment. Ich guck mal ganz kurz auf meine Uhr. Ah, die ist jetzt natürlich... Die ist jetzt natürlich wieder ausgeblieben, ne? Ich hab's gewusst. Verdammt. Weil ich wollte das nämlich so machen ab jetzt. Ich möchte gerne halbe Stundenparts machen, egal wie lang das Level ist. Und dann jedes Mal abmoderieren. Aber da ich jetzt das mit dem Timer verpeilt habe, Freunde, mache ich das einfach beim nächsten Mal. So, gibt's hier unten noch was? Gibt's hier unten noch was? Ich glaube nicht. Nein, 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 okay. Gut, dann können wir ja weitergehen. So. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil schon des Levels, ne? Sogar mit einer Filmszene. Okay. Hunt any good dragons lately? No, but I've been caught on a few of their horns. Mimizuku? You Ayame? Ayame couldn't come. She told me to give this to you. Oh. I thought I recognized your voice, kid. What the hell are you doing here, Rin? Kichigoro? Wait! You're a Gota spy? I didn't mean to lie to you or Ogin. But no use lying now. Just be sure to break it to Ogin nicely, okay? Sure. Did you read it?
Was ist das? Looks like I don't have to kill you. Kichigoro. Hm? You and Ayame don't got any quarrel with the Koroya. Why? Why are you guys risking your lives like this? It's what happens when you've got a twisted sense of loyalty to your country. We're probably never going to see each other again, so I might as well tell you. Sorry, but I don't think you're cut out for this work. What? You're too... I don't know. Caring. If you're going to be a killer, you gotta be stone cold. So long, kiddo. Kiddo, okay. Sehr interessant. Das war's schon mit dem Level. Ach krass. Das war's schon mit dem Level. Und wie ist es? 172 und... Ah, Novize. Novize. Hm. Novize, was soll ich davon halten? Auf jeden Fall ist es nicht mehr rot, Freunde. Das ist doch schon mal... sehr. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Hm. 9 von 10 Gegner gekillt, Freunde. So, die Zeit, die ich entdeckt war, waren nur 6 Sekunden. Das hat mir auch sehr geholfen, weil da... Deshalb ist der Specials, die Specials-Zeit nicht ins Rote gesprungen, also nicht ins Minus. Aber dass das Level jetzt so schnell rumging, finde ich krass. Freunde, finde ich krass. So, da kriegen wir jetzt nochmal ein paar Items. Gut. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch kriegen. Also nach jedem Level kriegen wir auch noch den so einen Special-Skill. Je nachdem, wie viele Schriftrollen wir eingesammelt haben. Wir sehen unten rechts, wir haben 63 von 100 Schriftrollen, Freunde. Und, ja. Wir haben jetzt bis jetzt 3 Fähigkeiten. So. Aber dann war es das jetzt echt schon mit dem Level. Und dieser Typ, den wir da gerade eben... Ah. Catching an enemy while in the air. This technique allows Rin to drive them into the ground without a chance to recover. Oh. With that amount of force that the enemy hits the ground, they are almost guaranteed not to survive. Aha. Also nach der zweiten Attacke in einer Combo sollen wir vom Gegner weglaufen und dann noch zweimal den Angriffsbutton drücken. Okay. Find ich sehr interessant, Freunde. Diese, diese Technik. Death Drop. Der Todessturz sozusagen. Und ja, den Typen, den wir da gerade eben in der Cutscene gesehen haben, das war glaube ich der Freund von der Ayame, glaube ich, ne? Also Ayame ist ja der andere Ninja hier. Und ja, da ist diese Folge jetzt schon schneller vorbei, als ich gedacht hätte. Das ging wirklich sehr schnell, das Level. Ja, ich habe einen Gegner vergessen, aber ich denke mal, ja, es ist besser gelaufen als das letzte Mal, ja. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt für diese Folge mal Schluss. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid bei Tenchu Fatal Shadows. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.